Und das sieht uns jetzt im Moment wirklich wieder so aus, dass man diese Schiene fährt. Wir können damit alleine nicht fertig werden. Hier laufen noch andere Sachen im Hintergrund. Und dafür möchte ich warnen, ne? Weil wir sind gesetzlich zu nichts verpflichtet. Und das lasse ich mir nicht gefallen, ne? Läuft das weiter, weil ich habe einen Astweinleumund. Und ich muss in den Sachen sowieso arbeiten. Und die Socken hätten natürlich ganz großes Interesse daran. Man will das wieder so hinstellen, als wenn wir damit nicht fertig wären. Ne? Als wenn wir unsere Wohnung nicht vernünftig sauber kriegen oder was weiß ich. Ne? Weil was hat man natürlich mit Kartons zugestellt und so. Da brauchen wir jetzt natürlich Zeit. Es wird ja heiß und so. Und da braucht man sich keine Sorgen machen. Ne? Selbst wenn man jetzt wieder diesen Wohnungsüberfall macht und so. Es ist schon sauber. Ne? Also es entspricht wohl Ihren Sauberkeitsstandard in der Wohnung, ne, Nati? Von diesen Kriminellen hier in Frankfurt, ne? Also für uns noch nicht, ne? Für uns sagen wir immer noch, es ist ganz, ganz schlimm, ne? So, jetzt muss ich wieder ein bisschen leiser werden, da kommen gerade Leute lang. Aber für uns sagen wir immer noch, es ist ganz, ganz schlimm, ne, Nati? Und am schlimmsten ist es mit den Kartons. Und da arbeiten wir dran, das müssen wir eben nach und nach wegmachen. Und da sind auch noch ein paar andere Sachen. Aber das sieht im Moment so aus, ne, Nati? Und davon möchte ich doch warnen, ne? Also das wollen wir nicht. Und das lassen wir uns nicht gefallen. Und jetzt braucht man nach 10 Jahren nicht wach werden, ne? Wo man dann mitkriegt, ne, Nadi? Sie sind normal und das geht so, ne? Dass man uns im Nachhinein was unterwuchtet, damit man international sagt, ja, sie haben es ja doch nicht geschafft, ne? Weil ich möchte noch keine Namen nennen, aber hinter unserem Rücken wurde uns eine Wohnung angeboten und so, ne? Wenn wir den anderen was machen lassen, ne? Also wenn die für uns entscheiden sollen, das möchte ich schon sagen, ne? Was eine bodenlose Frechheit ist, ne? Also das will ich nochmal sagen und ich weiß nicht, auf was das hinaus will oder so, hinaus soll, ne? Sie unterlassen das, ich unterhalte mich damit keinem. Es gibt auch Gesetze, wir werden es dann auf jeden Fall einen Anwalt nehmen und ich werde mich auf keinen Fall unterhalten. Pumpen Sie mich mit Medikamente voll und so, das kenne ich von der Stasi, ne? Das kommt zurück, ne? Und dann werde ich auch eine Welt auch reingucken in die Kamera, ne, Nati? Dass sie sehen, was los ist und so. Und das lasse ich mir nicht gefallen, ne? Und da möchte ich auch der Welt nochmal sagen, es ist ganz, ganz wichtig, das ist so doll bei uns und auch bei meiner Frau, das wusste ich nicht. Und deshalb sage ich auch immer, wenn die später, wenn sie uns hier doch noch beseitigen, weil natürlich hat KGB und so Interesse, uns zu beseitigen, ne? Und der IQ, der ist so hoch, das kann man sich nicht vorstellen. Das konnten sie nie einschätzen. Also wir konnten nie IQ-Tests machen oder so, weil die sind nicht möglich. Weder bei meiner Frau noch bei mir. Und wir haben uns gefunden, man hat uns verkuppelt. Und meine Frau ist ja 5 Jahre älter jetzt, ne? Damals waren es immer nur 3. Aber ich bin ja 2 Jahre jünger. Und man hat uns verkuppelt und man hat uns gesucht. Und wir wissen auch noch nicht, woher meine Frau kommt, ne? Meine Frau kann auch eher aus dem Süden kommen, die muss nicht unbedingt aus dem Norden kommen. Oder irgendwas, ne, Schieder? Das können wir einfach noch nicht sagen, weil sie ist auch bei Stasi-Eltern aufgezogen worden. Das wissen wir nicht, aber sie hat sehr große Ähnlichkeit mit Adel. Sie kann auch altdeutsche Schrift und so weiter. Und wir ähneln uns charakterlich unwahrscheinlich. So, aber das möchte ich nochmal sagen, dass das nie war. Und dass sie sich nie so eine Märchen erzählen lassen sollen später. Und ich habe das natürlich auch nie testen lassen. Ich lege da keinen Wert drauf, ne? Absolut nicht. Das habe ich von meinen Ahnen geerbt gekriegt und meine Frau auch von ihren Ahnen. Da sind wir stolz drauf, dass wir es haben. Und wir setzen sowas eigentlich für Menschen an. Ne? Und nichts anderes. Und aber hier läuft jetzt sowas und hört das nicht auf. Mir ist es egal. Ich werde mich auf jeden Fall mit keinem unterhalten. Und ich weiß nicht, ob es da auch irgendwelche Zwänge gibt. Und sie können nicht mal. Ne? Das heißt beim KGB durch und bei der Stasi. Und dann gibt es Totalalarm. Also die und natürlich auch die Politiker, die dahinter stellen, die kriegen dann Psychogutachten von mir. Gut, ich bin 27 Jahre raus. Ich kaufe ein paar neue Bücher. Ne? Und dann geht's so richtig los. Ich bin Psychiater und das lasse ich mir nicht gefallen. Und wir werden jetzt auch handeln, ne, Nadi? Nachdem hier Sonnendruck ausgeübt wird und so, werden wir jetzt ganz schnell handeln, weil ich bin hier nicht Maggie Messer oder irgendwie so ein Idiot, ne? Und das lasse ich mir von Ihnen nicht gefallen, ne? Bringen Sie mir Respekt entgegen, sonst wische ich mit Ihnen im übertragenen Sinne den Hauptbahnhof, ne, Nadi? Sie sind mir in keiner Weise irgendwie psychisch noch in irgendeiner anderen Sache gewachsen und Sie hören ja langsam, wir reden besser, meine Frau kann besser reden und wir sind das Zeug ja wenigstens dank der Polizei 1 Monat los. Es kann sein, dass wir es letzte Nacht wieder ein bisschen hatten, ne? Dass wir es immer wieder versuchen. Wir wissen es nicht genau, weil das ist ja das andere, ne? Man braucht hier bloß, da möchte ich das Ausland nochmal drum bitten, wenn man uns hier ermordet und so, FBI und so, passen Sie auf, dass Sie uns untersuchen können, ne, Nati? Das verlange ich hier von Deutschland, ne? Das darf hier nicht irgendwie irgendwie unterdrückt werden oder so. Wir wurden ein Leben lang vergiftet. Und wenn Sie unsere Bilder angucken, wir haben die extra hochgeladen, das sollten eigentlich Spezialisten sehen.
dass wir vergiftet werden. Weil man dachte erst Drogen oder auch Medikamente. Wir haben nie Psychopharmaka oder so genommen. Nie bewusst. Weil wir brauchen es nicht. Das sollte ich dann auch nochmal sagen, ne, Nadi? So, und hören Sie damit nicht auf und so. Ich habe mit Ihnen keine Schwierigkeiten. Und nicht, dass Sie denken, dass ich noch für irgendeinen Angst habe oder so. Na, das vergessen Sie aber ganz schnell. Und ich werde Sie ganz schnell, ich werde mich nicht mit Ihnen unterhalten, aber ich analysiere Sie. Da brauchen Sie ja wohl keine Sorgen machen. Und dann kriegen Sie Ihr Psychourteil. Und diese Politiker, die brauche ich hier bloß im Fernsehen sehen oder mir mal im Rathaus angucken und so. Weil hier geht eine ganz, ganz große Masche. Und die vom Jobcenter, die kriegen immer mehr Unterstützung. Und die werden immer wieder bulliger. Und fangen hier immer wieder neu an. Also jedes halbe Jahr geht es von vorne los. Und jetzt haben sie erst einmal kapiert, wer wir sind. Und jetzt müssen wir uns mondtot machen, aber wahrscheinlich nur noch für die Welt. Dass wir vielleicht doch einen kleinen hatten, ne, Nadi? Und doch nicht richtig durchsehen. So, ich komme mal wieder hin. Wir müssen es wohl hier hinsetzen, ne? Jetzt ist da die Sonne. So. Jedenfalls möchte ich davor warnen, ne? Also hört das nicht auf, werde ich deutlich, nenne ich Namen und so, und das lasse ich mir auch nicht gefallen. Und auf keinen Fall unterhalte ich mir einen. Und einer war schon so frech, ich glaube da jetzt auch nicht mehr an Zufälle, das möchte ich schon erzählen, der hat schon wieder an unsere Tür randaliert, ne? Ja. Da, das war so, ich habe gerade in der Badewanne gesessen, es war am späten Nachmittag, ich glaube, 16:30 Uhr. Da, ich habe mich gerade in der Badewanne gesetzt, dann geht's los, ne? Und wir haben es nicht gehört, weil der Kocher noch ging. Der muss dagegen geballert haben, ne? Ja, so, und das lasse ich mir auch nicht bieten, ne? Und das passt auch nicht zusammen, ne? Wenn man irgendwas will und da draußen und dann. Also hören Sie auf damit. Und er muss ja reingelassen worden sein. Er musste genau Bescheid wissen. Also ich dachte, das ist die andere schon wieder. Weil man hört uns ja auch ab und so. Hören Sie auf damit. Und auf keinen Fall ist Ruhe, ne? Lassen wir nicht gefallen, ne? Und wenn es einen irgendwie noch juckt oder so, dann kratze ich auch und wir gehen sofort an die Öffentlichkeit. Also das lasse ich, also sowas lasse ich mir nicht nachsagen, dass wir hier vielleicht keine Wohnung kriegen oder nicht mit unserer Wohnung zurechtkommen oder so. Man hat uns zugestellt, man hat uns vor Medikamente geknallt und begast. Entschuldigen Sie, dass ich das Wort knallen muss, aber ich muss auch mal ein bisschen fürs Volk reden, weil das interessiert Sie ja, ne? Das sollen Sie auch hören. Und dann konnten wir natürlich nichts machen. Und jetzt müssen wir das mit Gewalt machen. Ich habe da gar keine Lust zu. Ich habe gar keine Lust zu, die Wohnung sauber zu machen. Mann, normalerweise weg und die Sache ist erledigt, ne, Nadi? Und das ist nicht unser Dreck. Da haben andere gewohnt in unserer Wohnung. Das ist doch das Schlimme, ne? Und die haben uns alles dreckig gemacht. Auch wenn man es vielleicht jetzt noch nicht glaubt. Jetzt wissen wir doch, und wir haben das auch immer geschrieben, dass man unsere Wohnung absichtlich dreckig macht und immer mehr kaputt macht. Wir wussten doch bloß nicht, auf was hinausgeht. Wir wussten doch nicht, dass ich hier noch absolut einen Bauch haben soll und du kriminell bist. Ja, Nadi? Vor allen Dingen hat diese Sache ja auch System. Ich meine, man muss dazu ja wissen, dass man von seinem Hartz-IV-Geld sich Möbel, Textilien zum Anziehen, alles selber kaufen muss. Und wenn man dann eben, sagen wir mal, eine sehr gute Jacke braucht, dann muss man sich die zusammenspannen, dazu ist das Hartz-IV-Geld einfach zu wenig. So, und wir sind sowieso übergewichtig, das kostet alles mehr. Das System ist eben, dass die Leute uns dann diese Sachen kaputt gemacht haben und wir jetzt Mühe haben, uns das nachzukaufen. Ja. Und deshalb hat mein Mann ja auch das Jobcenter ein paar Mal darauf hingewiesen, dass es unter diesen Umständen eben zu diesem Verschleiß gekommen ist. Und Sie müssen sich mal vorstellen, wenn man Ihren Kleiderschrank mit mal jetzt, sagen wir jetzt mal ganz radikal, abbrennen würde. Und wenn Sie einen Job haben, wenn Sie eine Arbeit haben, ja, dann sind Sie in der Lage, sich das sofort nachzukaufen. Aber als Hartz-IV-Empfänger müssen Sie da 100 Euro für Unterwäsche hinlegen, weil sämtliche Unterwäsche total kaputt waren, wie sie nicht mehr tragen konnten. Es ist mir peinlich, dass ich das sagen muss, aber man muss das den Leuten jetzt mal so erklären. Genau. Und genauso ist es mit den Möbeln, ja. Wir müssen Stück für Stück, müssten wir normalerweise von unserem Hartz-IV-Geld. Früher sind die Leute, die Sozialhilfeempfänger, da habe ich mich immer gewundert, Mensch, die ziehen aus und ihre ganzen Möbel lassen sie verschrotten, obwohl die noch gut waren und alles. Ja, das schöne Möbel waren. Weil sie für die neue Wohnung neue Möbel bekommen haben. Aber wir bekommen das jetzt nicht mehr. Ja. Das hat vier Empfänger kriegen so. Und da hat man uns so einfach betrogen. Und deshalb wird uns alles zerstört. Verstehen Sie? Weil kein normaler Mensch wird bei einem Hartz-IV-Empfänger einbrechen. Da ist nichts, was man noch stehlen könnte. Absolut nicht. Genau. Weil denn da ist System dahinter und das ist es. Ja. Und das Jobcenter hat niemals auf unsere Forderung in irgendeiner Art und Weise reagiert. Und
Sie sagen immer nur, das gibt es nicht mehr und dann ist es fertig. Und aber die Briefe kommen nicht an und so eine Scherze. Und wir haben das jetzt per E-Mail gemacht und deshalb ist es da jetzt auch mit dem Strom. Ja. Sie wollen von uns keine E-Mails bekommen, warum weiß ich nicht, wir sind nette Leute, wir wählen gerne umher. Genau. Und schon und überhaupt auch mit, über so einen Mist, da mailen wir sehr gerne. Ne? Und ja, und sie wollen, dass wir keinen Strom mehr haben, damit wir nicht mehr ins Internet kommen, damit wir nicht mehr informieren können und vor allen Dingen, damit wir unsere Forderungen nicht mit Beweis stellen können. Ja, und jetzt versuchen sie den Hahn zuzudrehen, ne? Jetzt ist so, das ist mit mal alles angelaufen, alles auf einmal. Ja, ne? Und da sind im Hintergrund ganz bestimmte Personen, die auch vor kurzem in Erscheinung getreten sind, sehr unangenehm bei uns, die gegen das Gesetz verstoßen haben. Und Namen, wie gesagt, nennen wir da nicht, aber die stecken dahinter und wir sind gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Aber alle sollten ganz genau wissen, egal was man mit uns noch machen möchte, was man mit meinem Mann noch machen möchte, ich bin 30 Jahre mit meinem Mann verheiratet. Verzeihung, 28. 28 Jahre verheiratet. Wir kennen uns jetzt fast 30 Jahre kennen wir uns. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich halte zu ihm. Ich weiß, wie er ist. Ich kenne meinen Mann. Und wenn Sie meinen, dass Sie da durch sind, wenn Sie ihn ausgeschalten haben, Jörg Geißler kann man übrigens überhaupt nicht ausschalten. Egal. Also das hat die Stasi nicht geschafft. Das hat ein KGB nicht geschafft. Und so eine Type wie der, ich will keinen Namen nennen, der schafft es erst recht nicht. Und ich mache dann auf alle Fälle weiter, ich unterstütze ihn voll, auch wenn man von mir immer nie was gehört hat. Wie gesagt, ich kann jetzt erst wieder ein wenig reden. Sie merken ja, wie ich nach den Worten suchen muss, aber es wird Zeit, dass ich mich auch mal zu Wort melde und das wollte ich eigentlich nur sagen. Gut, so. Und das ist ja nicht er, der hat vielleicht schon ein bisschen Stress, weil er da so eine Tür rammelte und wie er überhaupt unten reingekommen ist und so. Und also auf keinen Fall betritt er meine Wohnung, weil das wollen sie jetzt, weil das sieht da schlimm aus. Und wenn wir jetzt umziehen, auch die Wohnung und so, das nützt uns gar nichts, weil die Möbel fallen uns auseinander. Die Betten, alles fällt uns auseinander, weil ich habe da keine Lust zu und ich möchte eine vernünftige Wohnung, damit wir auch wieder unseren Briefkasten benutzen können und so weiter und so fort. Denn da sind sie erstmal weg. Wir wussten ja nicht, dass die Polizei und so nicht gegen uns arbeitet. Wir dachten, sie sind überall. Aber da müssen sie erstmal neu organisieren und dann sieht man was. So, und da habe ich keine Lust zu. Und wir bemühen uns seit Anfang an, eine Wohnung zu kriegen. Wir haben keinen Keller. Und wir wollten diese Kartons wenigstens im Keller stellen. Und dann wären die Kartons nicht losgeworden, das Problem, die Problemzimmerkartons. Und also, das möchte ich auch sagen, weil das ist für uns sehr schlimm, ne? Andere würden vielleicht sagen, Mann, so schlimm sieht das gar nicht aus. Und die großen Sachen sind eben, weil sie andauernd mit uns Wasserspiele gemacht haben, dass wir eben überall lauter Wasserflaschen stehen haben. Überall, wo Platz war, haben wir lauter Wasserflaschen stehen, weil sie haben uns immer wieder Wasser abgestellt und wir brauchten natürlich die Spültoilette. Das war das Wichtigste und auch zum Waschen ein bisschen und so und na und so weiter und so fort. Gut, das reicht erstmal, aber es ist ja nicht nur die Type, da ist was anderes und man versucht uns auszutricksen, alles entgegen das Gesetz und man kommt ja rein und sie sind ja gutmütig und es muss ja jetzt sein, aber es ist vorbei, Freunde, ne? Und wir hören sie damit nicht auf, ne? Also wir haben gegen Geheimdienste bestanden. Also ich trick sie aus, das kriegen sie gar nicht mit. Und dann bin ich aber dran. Aber dann spiele ich aber auch, ne? Also hören Sie auf, meinen Leumund kaputt machen zu wollen. Und ich möchte nochmal die freie Welt aufmachen, die Sicherheitsdienste und Geheimdienste und so. Wenn diese Typen uns Probleme machen und so, behalten Sie im Auge. Die haben da andere Sachen gemacht, ne, Nadja? Und vor allen Dingen fangen Sie an, uns zu glauben. Was wir gesagt haben, stimmt. Und Sie sollten merken, wie man uns kaputt macht. Ich habe die so angegriffen in der Wissenschaft und so, weil ich dachte, sie sind so dumm in ihren Drogenwahn, weil sie 22 Jahre hier vom Westen nur hofiert wurden und geschaukelt wurden und so. Nee, so dumm sind sie nicht und legen sich mit dem Geist an und sagen, der ist doof und der hat keinen Doktor oder so. Das hätte doch längst kommen müssen, verstehen Sie? Und dann hätte ich mir den geschnappt, hätte ich genau bewiesen, egal was er für ein Fach hat. Ich hätte ihn sofort gestellt und jeder hätte gewusst, dass er nichts kann. Davor haben sie Angst. Und deshalb machen sie eben ein, ach, sie können ja nicht. Sie kommen ja mit ihrer Wohnung nicht zurecht. Sie wollten ohne Heizung überleben. Ja, das hat ihnen Spaß gemacht dieses Jahr. Das hat ihnen Spaß gemacht. Ich musste meiner Frau sagen, pass mal auf, ich habe zwar so ein Training gehabt oder so, aber kein Training, wo man wochenlang um 0 Grad leben muss.
Ne, ich habe wirklich gesagt, es kann sein, dass wir das nicht überleben. Ich weiß nicht, wie der Körper das aushält. Und wir haben auch nichts zu essen gehabt und so. Und das war ganz, ganz schlimm und sehr, sehr knapp, ne, Nadel? Also das war, also eine Woche weiter uns wäre wohl vorbei gewesen. Weil wir kamen ja gar nicht raus und wir haben auch nichts zu essen gehabt und wir haben ja alles genutzt zum Heizen, wie gesagt, Glühbirnen, alles haben wir uns überall reingeschraubt und so, was denn mitheizt. Wir haben einen Stromverbrauch dadurch gehabt. Das ging ja hoch, aber das ist ja im ganzen Winter, weil die Heizung war ja zuerst lauwarm und dann ist sie ausgefallen, weil sie über uns wohl kaputt gefroren war oder so, weil das leckt ja dann ja immer durch. Aber das ist ja eine andere Sache. So, ich möchte davor warnen, sonst gehen wir direkt an der Öffentlichkeit und ich werde deutlich. Und wir werden jetzt auch handeln und so und das lasse ich mir auch nicht gefallen. Irgendwie, diese Typen hier, die da auch im Hintergrund sind und da drängeln, ne, die scheinen sich da irgendwie nicht klar zu sein, wer wir sind, ne, Nadi? Sie denken, wenn sie da irgendwas haben oder so oder irgendwas erreicht haben, dann sind sie was, ne? Reißen sich ein bisschen zusammen und so. Und wir werden jetzt auch handeln, ne? Also wir haben jetzt genug gewartet, wir haben jetzt 2 Monate abgewartet, hier ist nichts passiert. Ne? Das möchte ich auch sagen, die Arbeit mit der Polizei funktioniert nicht. Ne? Absolut nicht, die ist weiter einseitig. Wir kriegen keine Auskünfte. Natürlich wird da viel passiert sein und das habe ich auch gesagt, dass nicht so schlimm ist, aber ich möchte Auskünfte haben, damit ich weiß, was los ist, ne, Nadi? Und da braucht die Polizei auch keine Angst haben oder die Justiz. Das hänge ich auch nicht an der großen Glocke. Also da brauchen sie keine Angst haben, aber ich möchte hier wissen, was los ist, das passiert nicht. Wir werden hier nicht untersucht auf Giften, was ganz, ganz notwendig wäre, weil das geht ja auch langsam raus aus dem Körper und so weiter und so fort. Das möchte ich unbedingt wissen, ne? Das wird nicht gemacht. Da wird lieber im Nachhinein alles gedreht. Und da das gedreht ist und da sie uns ja jetzt auch kennen über YouTube und wir auch viel geschrieben haben und wenn sie meine Schriften mal, meine Schreiben verfolgen von 2011, wir haben ja zu Anfang noch nicht gewusst, dass wir begast werden aus der Wohnung. Das war ganz schlimm, wie ich geschrieben habe. Weil sie haben gesehen, wir gehen an den Computer, dann haben sie eingeleitet. Und das wurde Stück für Stück, wie wir die Fenster geöffnet haben, immer besser. Und ab Dezember wurde es dann ja relativ gut, aber dann wurde es ja auch kalt. Dann hatten wir das Küchenfenster ganz weit auf. So, und jetzt ist es soweit, jetzt haben wir das wenigstens schon geschlossen. Naja, Sommer geschlossen, ne? Natürlich haben wir Fenster auf, ne? Also, aber wir haben es jetzt nicht mal auf seit einer Woche, ne, Nadi? Weil aber, wie gesagt, die Wohnung unter uns, da muss man reingehen, das muss man erledigen, da muss man sehen, was ist. Und sie können zu jeder Zeit wieder einleiten, wenn sie da nicht bei waren. Und sie belauern uns. Sie belauern uns. Wir haben... ja, wir haben da schon wieder einige Sicherungen oben im Internet, ne? Weil alte Typen, die dann wieder auftauchen, ne? So kurz in der Dunkelheit hier, sie wissen ja, dass wir im Palmgarten sind. Und sie horchen auch hier und kriegen auch alles mit und so. Und ich möchte auch jetzt schön grüßen, ne? Hallo, ne? Und da war ich und ja, ja. Und ja, ich kann leider nicht mehr richtig Russisch, ne? Also mach's gut hier, da war ich als Genossen, ne? Und ja, und da möchte ich dann noch schön grüßen und hören Sie auf mit diesem Unsinn, das lasse ich mir von Ihnen nicht gefallen. Lesen Sie oben unsere Homepage, hören Sie sich an, was ich dazu sagen habe. Nachher seit dem 2.4. ist ja alles der Wahrheit entsprechend ein bisschen besser in der Nadel. Und hören Sie auf mit diesem Unsinn. Also ich unterhalte mich mit keinem und ja, Sie können ja versuchen, mich zu zwingen, dann wehre ich mich aber. Dann ist auch was los. Schädigen Sie meinen Körper noch weiter, vergiften Sie ihn nochmal mit irgendwelchen Zeug. Wir sind ja hier in der Demokratie. Können Sie Ihr Leben vergessen, ne? Ich zerreiß Sie und ich gründe sowieso eine Psychiatrie und so. Dann besuchen Sie mich, ne? Dann puste ich hier ein bisschen durch. Ich weiß nicht, was Sie für Vorstellungen haben. Sie werden noch nicht mal meinem Gespräch folgen können, wenn ich das wollte. Sie sind einfach nur dumm. Und ich freu mich, dass wir auch sagen können, dass unsere Hirne ein bisschen besser funktionieren und unser Körper schon ein bisschen besser, ne? Nach einem Monat. Das sollten Sie jetzt auch hören und so. Und ich habe da einfach keine Lust zu, ne? Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich empfinde das als arrogante Äußerung, ne? Die anderen gegenüber, die geistig minder bemittelt sind. Und ich bin nicht so ein Typ. Und ich freue mich, dass ich das habe. Und ich freue mich auch, dass ich das nutzen kann und so. Aber deshalb gucke ich nicht auf andere herab. Aber da muss ich deutlich werden, ne? Siehst du das auch so? Ja, so geht's uns, so möchte ich das dann auch mal den Geheimdiensten sagen und so. So versucht man uns dann noch bei der Mundtot zu machen und wir überlegen immer noch, wir wissen noch nicht genau, am liebsten möchte ich unsere Wohnung mal filmen. Aber genauso wie sie noch ist. Wir sind ja noch nicht ganz durch mit allem, aber ich möchte es am liebsten schon mal so filmen. Weil vielleicht stellen sich das eine doch zu doll vor, weil ich gesagt habe, 2 Millimeter dick Staub und so. Und das ist ja durch die Begasung in der Wohnung haben wir so viel Staub.
weil das Gas reißt von unten immer alles hoch. Das habe ich auch mal fotografiert. Da ist natürlich Lehm mit bei, weil es eine alte Wohnung. Das ist ja die Zwischendecke, da muss Lehm drin gewesen sein und so. Und irgendwelche Sande und so noch. Und dadurch haben wir ein ganz anderes Staubaufkommen. Und das ist natürlich da, wenn man nicht wegmacht und so. Aber so schlimm ist nun auch nicht gewesen. Eben nur der Fußboden. Und eben dadurch, dass wir uns noch nicht waschen konnten. Und schlimm war, dass wir diese Winterkleidung tragen mussten, die gestunken hat, weil wir konnten sie nicht wechseln. Wir haben keine andere warme Kleidung gehabt. Das war das Problem. Und die haben so einen Druck gemacht und immer wieder gebohrt und immer wieder, sie sind die Polizei und so. Und dass wir lieber stehen geblieben sind. Weil ich habe immer gedacht, ich habe meine Hose aus und dann kommen sie rein. Aber meine Frau auch. Wir hätten uns ja noch an die Kleidung anziehen können, ne, Nadi? Weil das war ja schon so, ich weiß nicht, ich habe es den Polizisten auch gesagt und ich habe es auch geschrieben. 3 der 4 Waschmaschinen haben wir schon gewaschen, ne? Und dadurch, dass es kalt war, das trocknet ja nicht. Man muss ja ewig warten. Und auf den Hofen können wir es nicht hängen, haben wir schon mal gemacht, geklaut. Das geht nun gar nicht in Deutschland, dass man das auf den Hof machen kann. Also zumindest bei uns im Haus nicht. Und so weit war das ja schon, das habe ich denen ja schon erzählt. Und gewaschen waren wir auch schon. Also sauber waren wir auch schon. Bloß eben unsere Winterkleidung hat noch gestunken. Weil die konnten wir nicht waschen. Die konnten wir eben, ja, seit wann? Seitdem es zu kalt war, ne? Mit Malde. Also seit Anfang Februar, ne? Seit Ende Januar, Anfang Februar. Konnten wir sie dann nicht waschen bis zum 2. April. Aber wir haben natürlich Unterwäsche untergehabt, die wir gewaschen haben. Aber eben die Kleidung, die sind denen entsprechend, wenn man die immer anhat. So, und unsere Hände zittern auch, das möchte ich auch dazu sagen. Natürlich haben wir da auch dann was auf der Kleidung gegessen, weil wir können im Moment nur auch Schalen essen, die wir uns vorhalten. Wir können nicht direkt am Tisch sitzen. Und das ist schon eine ganze Weile so. Dazu muss man ja sagen, dass unsere Tische ja auch kaputt gemacht wurden. Ja, unsere Tische wurden auch kaputt gemacht. Aber das können wir im Moment nicht. Und deshalb sieht das dann eben auch dementsprechend aus, obwohl wir... Ja, das reicht eigentlich auch, ne? Ja. Nein, möchte ich dazu nicht sagen. So, ich möchte davor warnen, also das lasse ich mir nicht gefallen. Und vor allen Dingen, die halten uns auf damit, ne? Das ist sagenhaft, wie die uns hier mit ablenken, mit diesem Mist wieder. Weil ich will mich jetzt schön auf Rostock konzentrieren. Und da informiere ich sie immer wieder mit einer Anzeige nach anderen. Hier werden sie keine Anzeigen mehr sehen, weil ich möchte, dass die Justiz hier arbeitet, weil die muss hier auch ein bisschen reinigen und gerade mit den Drogen. Das wird auch noch sehr interessant alles. Aber das sollen sie unter sich machen, aber wir werden ab und zu mal informieren, ne, Nadi? Ja. Und wenn das jetzt nicht läuft mit den Behörden, gibt es da auch wieder Anzeigen, und die nicht da sind, aber wir informieren ein bisschen, ne, was da läuft. Und auf jeden Fall, weil Frankfurt ist auch interessiert und ja, man kennt uns ganz schön, ne? Also das hätten wir nicht gedacht. Dass wir, ne, diese beiden, dass wir da ganz schön was ins Rollen gebracht haben. Und ich möchte mich auch bedanken bei den Frankfurtern, dass sie Distanz halten, ne, weil sie haben gemerkt, dass wir keine sind, ne? So, dass wir doch relativ einfache Menschen sind. Ja, das war's, ne, Nadi? Ja.